Ich versuche 24 Stunden lang alle Regeln zu brechen, die es gibt in GTA 5. Von Müll auf den Boden werfen oder rote Ampeln überfahren bis zu Gefängnisausbrüchen ist wirklich alles dabei. Ob ich das Ganze schaffe, ohne von der Polizei verhaftet zu werden, das seht ihr in diesem Video. Vergesst nicht ein Like und ein Abo dazulassen und let's go. Hey yo, Leute, Crymix hier, was geht ab, ich bin Paul Berger. Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute. Und wir sind heute mal auf dem Paul Berger RP Server unterwegs, Leute. Auf dem besten deutschen RP Server von Stani, Candy und mir. Leute, checkt das Ganze auf jeden Fall in der Videobeschreibung aus. Und ich habe mir überlegt, wir werden heute mal 24 Stunden alle Gesetze brechen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und, Alter, Candy, was machst du denn hier? Oh, ich bin gerade beruflich hier. Ich wollte nur sagen, heute wird hier nichts Kriminelles gemacht. Ja? Wie, hier wird nichts Kriminelles gemacht? Natürlich wird hier... Ich wollte nur mal sagen, wir haben heute besonders ein Auge drauf, ja? Okay, ja gut. Wir sehen alles. Ich werde natürlich nichts Kriminelles tun. Okay, dann pass auf. Ich muss jetzt los. Oh Gott, Leute, Candy ist nämlich auch bei der Polizei unter anderem, der sagt, die Polizei ist heute besonders streng, aber wir werden heute 24 Stunden alle Regeln brechen. Lasst ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, wir steigen hier mal in unseren krassen LED Audi R8 ein, Leute. Das ist somit das krasseste Auto, was ich hier auf dem Server gezogen habe. Wenn ihr mitspielen wollt, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung, kommt auf jeden Fall auf unseren 5M-Server. Jede Woche neue Updates, aber gut, Leute, wir starten jetzt hier mal direkt. Wir starten hier auf unserem Anwesen, Tor aufschließen, wir fahren raus, let's go. Oh, moin, was läuft hier? Hey, du musst heute aufpassen, ja? Die Polizei ist heute besonders streng unterwegs, habe ich gehört. Wirklich? Ja, ja, musst ein bisschen aufpassen. Aber ich muss jetzt weiter, ja? Ich habe eine Mission, ciao. Oh, ja. So, ja, ich warne hier natürlich die anderen Spieler auch, dass sie ein bisschen aufpassen. Das Ding ist jetzt natürlich nur, wenn die Polizei heute besonders streng unterwegs ist, wir sollten, glaube ich, auch nach den Straßenregeln fahren. Okay, hier grüne Ampel, alles gut. Ich glaube, innerorts darf man auch nur 100 km/h fahren. Okay, wir halten mal lieber an der roten Ampel. Ich bin hier nicht über eine rote Ampel gefahren. Alles ist gut, Polizei, ich habe nichts falsch gemacht. Okay. Alter, Leute, GTA nach Regeln ist ja total nervig. Das haben wir doch neulich erst gemacht. Komm, wisst ihr was? Ich fahre jetzt hier einfach nochmal drüber. So, okay, alles gut. Wird jetzt wohl niemand gesehen haben, oder? Wird jetzt... Oh, Leute, mein Audi, der qualmt hier ein bisschen, mein Audi R8. Warte mal, ich fahre mal ganz kurz hier rechts ran. Wir müssen den einmal schnell reparieren, Leute. Ja, perfekt, Leute. Wir haben den Wagen wieder repariert. Sehr gut. Okay, perfekt, wir können weiter. Aber jetzt haben wir schon wieder die nächste rote Ampel, ey. Das ist ja total schwer hier auf keine Regeln. Aber ey, ganz ehrlich, wisst ihr was? Wir wollen ja heute die Regeln brechen. Wir sind ja nicht hier, um GTA nach Regeln zu spielen, sondern um die zu brechen. Und deswegen ist der erste Regelbruch, den wir hier machen, ist nämlich mit 300 km/h durch die Stadt brettern. Macht das natürlich niemals nach, Leute. Wuhuhuhu. Ja, wo ist denn die Polizei? Was wollt ihr denn jetzt machen, hä? Oh, oh. Okay, Leute, da kommt wirklich die Polizei. Oh, oh. Warte mal, vielleicht habe ich ja gar nichts Falsches gemacht. Was wollen die denn jetzt hier von mir? LSPD, Fahrer aussteigen und auf die Beifahrerseite treten. Leute, ich glaube, die wollen doch irgendwie zu mir. Fahrer, mal bitte aussteigen und auf die Beifahrerseite treten. Ey, was wollt ihr? Was los, Junge? Na? Auf die Beifahrerseite ihres Fahrzeugs einmal bitte treten. Ja, okay, ich gehe auf die Beifahrerseite. Hey, Jungs, ich bin hier gerade in der Polizeikontrolle, ja? Schönen Tag, dir. Guten Tag, könnt ihr vielleicht die Sirene ausmachen? Die ist echt laut. Einmal bitte. Danke. So, ja. Sagen Sie mal, was war denn das gerade vorhin? Sie sind einfach über die rote Ampel gefahren. Weiß ich nichts davon. Ich bin mir ganz sicher. Ja, haben Sie das denn auf Kamera oder eine Messung oder natürlich. Sowas? Ja, das wurde natürlich von der Ampel aufgezeichnet. Das würde ich mal gern sehen, oh, die Aufzeichnung. Hör mal zu, du Paul Berger. Fährst noch einmal über Rot, ne? Wenn wir eine Runde Golf spielen, jetzt pass mal auf. Hä, Candy, Alter. Oh, nein, Candy, warum machst du das? Hör auf, Junge. Ja. Mündliche Verwarnung. Sehen wir noch eine Straftat, haben wir ein Problem, ja? Ja, okay, ist ja gut. Das ist Sachbeschädigung. Ja, da, ich hab hier Zeugen. Genau, das gibt eine Anzeige, Officer. Ich hab hier Zeugen. Ey, du würdest das auch vor Gericht aussagen für mich, ne? Ja. So, genau, hier. Ich sorg dafür, dass ihr keine Beförderung mehr bekommt hier. Alter, ey. Ey, danke dir. Ja, ich muss weiter.
Hey Leute, ganz ehrlich, ich glaube, wir hatten gerade nur Glück, dass die Geschwindigkeit nicht gemessen hatten. Also wir müssen richtig aufpassen. Aber wir werden ja, wie gesagt, trotzdem heute alle Regeln brechen. Und ich glaube, deswegen können wir jetzt schon mal den ersten Punkt abhaken. Und zwar hier die Straßenregeln. Da haben wir uns auf jeden Fall schon mal nicht dran gehalten. Warte mal, ich fahre jetzt mal lieber hier ein bisschen langsamer. Nicht, dass die jetzt hier gleich wieder ankommen. Die sind mir aber wirklich auch dicht auf der Spur hier. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem nächsten Regelverstoß. Dafür fahren wir jetzt hier mal... Die verfolgen mich. Die sind hier undercover hinter mir her. Aber für den nächsten Regelverstoß würde ich sagen, Leute, fahren wir jetzt hier einfach mal an den Würfelpark. Hier ist immer richtig viel los. Und zwar werde ich jetzt mal Müll hier irgendwo hinwerfen. Natürlich macht sowas auch niemals in echt, Leute. Immer schön den Müll richtig entsorgen. Aber wir wollen ja hier ein paar Regeln brechen. So, wir sind jetzt mal hier. Und ich werde jetzt hier einfach mal überall ein bisschen Müll hinwerfen. Was werfen wir denn hier hin? Ein bisschen Asche. Asche habe ich, Leute. Unnötig. Entfernen. So. Zack. Einmal... Wir werfen jetzt hier einfach überall Müll hin, Leute. Ich werde den ganzen Park jetzt hier zumüllen. So, 5 Stück. Wir werfen hier überall 5 Asche hin. Kann ja jemand aufsammeln, wer es haben will. Oh, hä? Ja, was ist denn? Warte mal. Man schmeißt einfach Müll auf den Boden. Das kann ich... Was? Müll auf dem Boden? Ja. Das glaube ich nicht. Sehen Sie das hier nicht? Nee, das, ey, das ich hab den. Ey, ich hab das den Müll, gesehen. Der das gerade hingeworfen hat, der ist gerade in die Richtung. Genau der Fahrradfahrer war das. Sie waren das, haben wir genau gesehen. Na gut. Wie geht's? Was geht? Ey, kannst du. Aus auf dem Fahrrad, ja. Ey, Fahrradfahrer, kannst was du mal kurz bitte sagen, dass du den Müll hier hingeworfen hast? Wieso? Fest, ich habe Fahrradfahrer, ich kenne ihn. Hallo, nicht festnehmen! Ich hau ab! Ja, stehen bleiben bitte. Nein. Oh. Nein, die stehen. Oh, Gottes Willen, Leute. Nein. Leute, die wollen mich hier festnehmen! Die wollen mich festnehmen! Oh. Ja, aber warte mal! Warum bleiben wir hier stehen? Der Brechen lohnt sich nicht. Stehen bleiben oder ich muss sie tasern. Oh Gott, der will mich tasern. Oh Gott. Na, sag mal. Ja, okay, alles gut. Ich geb ja zu. Ich hab den Müll da hingeworfen. Was soll denn sowas? Welche Strafe wird mich denn erwarten? Müll in die Umwelt hier. Ich weiß nicht, ich bin bei meinem PD. Ja, vorher ist nur meine mündliche Verwarnung, aber ich hoffe mal für dich, dass du den Müll wieder aufhebst. Ich werde den Müll jetzt wieder aufsammeln gehen, vor ihren Augen, Officer. Okay, Leute, das ging ja gerade so nochmal gut. Also wir treiben das hier wirklich auf die Spitze. Ich bin mal gespannt, ob wir heute noch verhaftet werden am Ende des Tages. Ach. Ja, der Müll wurde schon aufgesammelt. Ich glaube, den hat schon jemand für mich aufgesammelt. Das war die Müllabfuhr da vorne. Jemand hat den gerade aufgesammelt. Tut mir leid, es tut mir leid, der Herr. Okay. Krieg ich ein Fahrzeug? Nein. Also bleibt das erstmal bei einer Ordnungswidrigkeit nur. Ja, mündliche Verwarnung. Okay. Ich hoffe, wir sehen das nicht nochmal. Na gut, ich werde es nicht mehr tun, Officer. Will ich hoffen. Okay, tschüss, schönen Tag noch. Ey, wem gehört denn die G-Klasse hier? Mir. Komm mal kurz zur Seite hier mit der G-Klasse. Ey Leute, das bringt mich nämlich direkt schon auf die nächste Idee, und zwar ein illegales Straßenrennen. So, also du hast wirklich ein schönes Auto, ne? Was hältst du davon? Auch gute Scheinwerfer. Gute Scheinwerfer, ja. Du hast Bock, mal ein kleines Rennen zu fahren? Ja. Ja, ein Rennen bist dabei. Was hältst du davon, wenn du es schaffst, mich zu besiegen, kriegst du $100.000 von mir? Ja, aber der Audi 8 ist, glaube ich, schneller als meine G-Klasse. Ja, du kannst ja nur was gewinnen. Ja. Das kriege ich, wenn ich verliere. Wenn du verlierst, kriegst du gar nichts. Okay. Wir können ja mal noch andere fragen, ob die hier mitfahren wollen. Ey Leute, ich werde jetzt hier ein richtig krasses illegales Straßenrennen organisieren. Ey Leute, hört mal alle zu. Ja. Alle zuhören. Ich werde jetzt hier ein Straßenrennen veranstalten. Sag voila. Voila. Der erste, wir starten hier und der erste, der am Sandy Shores Airport ist, kriegt $100.000 von mir. Ja, wer kein Fahrzeug hat, kann natürlich auch nicht mitmachen. Wo nochmal? Beim Sandy Shores Airport. Okay. Der erste, der da ist, markiert euch das direkt. Wir stellen uns jetzt hier alle auf einer Linie auf. Alle auf einer Linie aufstellen. So. Oh, Leute, wir machen jetzt einfach hier ein illegales Straßenrennen. Ey, das ist schon sehr, sehr krasser. Ich glaube, da kriegen wir nicht nur eine mündliche Verwarnung dafür. Oh mein Gott, okay, wir stehen jetzt hier alle. Okay, Leute. So, Freund. Warte mal. Jungs. Polizei. Warte, entspannt euch. Ey, wir haben kein Straßenrennen gemacht.
Polizei, wir haben hier gar nichts gemacht. Was passiert hier? Das sieht mir gefährlich nach dem Rennen aus. Nein, 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 das ist kein Straßenrennen. Okay, das na ist gut, nur, wir beobachten sie. Hier ist nur ein Stau entstanden, ist kein Rennen. Wir beobachten sie, die Dame. Ja? Okay. Ey, Leute, auf mein Kommando fetzen wir los, ja? 3, 2, 1, los! Los! Warte um euer Leben! Oh mein Gott, Leute! Oh, ey! Ah, Gottes, oh, wie fahren wir denn hier? Oh, Leute, ich muss das Ding gewinnen. Ich habe keinen Bock, dem Gewinner 100.000 zu zahlen. So. Die Polizei ist hinter mir her. Okay, schnell, schnell, schnell. Wir gucken jetzt mal, wie schnell der Audi R8 wird. Highspeed. Aber, Leute, das bringt uns nämlich zum dritten Regelverstoß. Und zwar, wir machen hier gerade ein illegales Straßenrennen. Oh mein Gott. 335 km/h hatten wir gerade Spitze. Die Polizei kommt ja gar nicht hinterher. Auch nicht mit ihren AMG-Zivilwagen. Oh, da ist aber einer vorne. Ja, ey, oh mein Gott, die fahren ja alle richtig schnell. Warum sind die denn so schnell hier? Oh, wir holen den. 360 km/h. Oh mein Gott, sind wir schnell. Oh mein Gott, sind wir schnell. Wow, komm schon, ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Ach du Heilige, die sind ja richtig schnell hier alle. Oh, ich glaube, wir werden das Ding hier nicht gewinnen. Oh, schöner Drift. Wow, die crashen ja. Wow. Oh, komm. Den holen wir noch. Den Mustang holen wir noch. Wow. Alter. Ey, wer war denn jetzt Erster? Ich, die G-Klasse. Die G-Klasse. Oh mein Gott, wie schnell warst du hier mit deiner G-Klasse? Oh. Bekomme ich einen Trostpreis? Nur der Gewinner bekommt was. Oh, sorry. Leute, wir sollten alle abhauen. Stehen bleiben. Wer kann mich mitnehmen? Ich. Ja, komm, warte, ich steig schon ein. Nein. Die wollen mich tasern, die wollen mich tasern. Die Hände nach oben. Nein. Die Hände nach oben. Leute, haut ab. Die Hände nach oben. Ja, okay, ich hab Hände oben. Alle, die Hände nach oben. Ich hab Hände oben, ja. Sollte denn das gerade schon wieder werden? Hätten sie doch gerade vorhin schon geschnappt. Nein, das war ich nicht vorhin. Das war jemand anderes. Ey, Leute, alles gut. Ich werde die Strafe auf mich nehmen. Haut ab hier. Haut ab, ich geb G-Klasse. Ich geb dir dein Geld später. Einer für alle zusammen. Ja, ihr seid richtig festgenommen. Ja, genau, nimm doch mal alle fest hier. Steig in den Vordergrund. Nein, wir wollen nur dich haben. Alter. Der Veranstalter von dem Ganzen, genau. Einer für alle für einen. Ja. Hop! Ja, Mann, wir haben die geprankt. Sehr gut. Oh, wir haben die Polizei richtig hops genommen. Ja, normal. Okay, am besten machen wir gleich so, fahr mal irgendwo ins Gelände, ich steig dann aus und versteck mich in irgendeinem Busch. Oh. Und dann fährst du weiter, dass sie denken, ich bin noch bei dir drin. Dann werden die dich verfolgen. Okay, genau. Fahr ein Stück. Sehr gut. Sind die noch an uns dran? Der Audi. Ja, die sind noch hinter uns. Ich muss hier irgendwo raus, wo die es nicht sehen. Warte, ich hol meine Fraktion. Jungs, wir stecken in Schwierigkeiten. Schutzpersonen im Auto. Ja, genau. Ich brauch sofort Hilfe. Hol deine Gang. Hey Leute, der Typ holt jetzt einfach seine Gang. Die werden uns niemals kriegen. Wir fahren jetzt Richtung Stadt. Ah, Gott. Oh, nee. Gottes Willen. Warte, ich nehm das Motorrad. Ja, komm. Achso, nein, die kommen. Ich geh noch in die G-Klasse. Oh Gott. Die schwarze G-Klasse. Rammt die Cops weg. Jungs, genau. Alle müssen die Cops wegrammen. Alter, die haben die Cops voll abgedrängt. Ja, das ist meine Familie. Alter, wie heißt denn deine Gang? Alice Customs, okay, stark, ja, sehr stark. Wir sind Tuner. Fahr mal am besten da vorne, genau, gleich zu der Garage. Okay, warte, fahr mich, ja. Darf ich einsteigen? Ja, steig auch ein. Okay. Was will die machen? Was will die Polizei machen? Wir sind in der S-Klasse. Einfach hier Limousine. Chauffeur noch gefunden. Ja, die hätte ich auch gern. Sag ich dir ehrlich. Die Cops wegmachen. Ja, die wollen mich. Egal, die bringe ich in Sicherheit. Warte, ich habe jetzt die perfekte Idee. Fahr jetzt einfach weiter. Oh mein Gott, okay, ja. Feuer einstellen. Die Verstärkung ist bereits auf dem Weg. Brauchen alle einen. Oh mein Gott. Ja, wir machen nichts, wir geben auf. Nicht schießen, Polizei. Ja, wir schießen
Ende, aber wenn wir das wollen. Jungs, macht das, was die Polizei sagt. Der muss festgenommen werden. Drehen Sie sich um, mit Rücken zu mir. Ja, okay. Ich dreh mich hier. Alles gut. Alles gut, ich gehe ja auch Polizei. Dann können wir ein Foto machen. Nein, können wir ein Foto machen. Kabel, die haben mich erwischt. Kabel, keine Fotos hier. Dokumentiert das. Datenschutz, keine Fotos hier. Dokumentiert das, dass die Menschheit sieht, wie die Polizei mich behandelt. Oh, den Mann abführen mit dem weißen T-Shirt. Holt mich aus dem Knast raus. Oh mein Gott. Ja, mitkommen. Ah, der steigt bei uns wieder ein, der steigt bei uns wieder ein. Du musst mit dem Taser aussteigen. Das ist unser Auto, das ist unser Auto. Oh. Ich wünsche Ihnen eine schöne Fahrt, ne? Dankeschön. Ich steige dir ein. Oh mein Gott, wie viel Polizei war denn da gerade? Oh, ich hab dir doch heute noch gesagt, mach heute keinen Unsinn. Ich hab's dir heute noch gesagt. Ja, Leute, vielleicht haben wir mit dem illegalen Rennen echt übertrieben. Ja, ich sag's mal so, ein bisschen so ein Rennen ist ja nichts Schlimmes, oder? Ist ja nichts dabei. Müll auf den Boden, über Rot gefahren. Was kommt als nächstes? Ein Bankraub? Oh Mann, ey. Stimmt, ich hab mich Leute. In dir getäuscht. Bankraub müssen wir noch machen. Und ich habe noch eine weitere coole Idee. Ich muss noch ein Polizeiauto klauen als nächster Regelbruch. Das wäre auch lustig. Ja gut, dann dann steckt mich halt ins Gefängnis. Du gehst jetzt in den Knast rein, Junge. Mitkommen. Ja, ist ja gut. Ich komm ja mit. Immer diese Kriminellen hier. Ja, und jetzt? Was haben die gemacht? Ich will meinen Anwalt sprechen. Anwalt gibt's nicht. Du gehst rein in die Zelle. Erstmal Verhörraum. So, nein, rein diese Kriminellen hier. Die haben es echt übertrieben. Alter. Die wollen mir nicht mal einen Anwalt geben. Hör auf mit dem Quatsch. Mensch, und jetzt? Ey. Gerd, warum Alter. Hast du das getan? Ja, ich wollte halt ein Rennen fahren. Ist doch nichts Schlimmes jetzt. Doch nichts dabei. Und den Müll auf den Boden? Ja, gut, ich wollte halt mal testen, wieso die Strafen hier sind. Und über Rot fahren? Aber ey, wenn ich bei jeder Ampel anhalte, da brauche ich ja 100 Jahre, um durch die Stadt zu kommen. Ja, das muss aber jeder. Jungs, wer von euch ist schon mal über Rot gefahren? Keiner. Keiner hier, checkst du das? Ich wette, das ist eine Lüge. Nein, lügt niemand. Genau. Ja, gut. Das sind ja die Verkehrsregeln. Also, du bist ein Krimineller und kommst in den Knast. Ja, gut, von mir aus. Ich nehme die Strafe auf mich. Oh, ich mache jetzt ein Foto. Pro Like kommst du eine Minute in den Knast. Was? Ey, Leute, nicht liken. Ey, wie? Zack. Start das jetzt hier hoch. Wohin? Hey, Hans, wo kommt das? Auf Instagram? Pro Like. Ich werde ausbrechen. Oh, nein, die Tür ist abgeschlossen. Verdammt. Führt ihn ab, Leute. Abhören. Mitkommen sind Krimineller. Verdammt, Leute, ich komme hier nicht raus. Ich will als nächstes ein Polizeiauto klauen. Krimineller, mitkommen. Ja, Max. Ich komme ja mit, alles gut. Ja. Hey, Leute, jetzt geht's zum Staatsgefängnis. Ja, ist kein Problem für mich. Ich war schon öfter im Knast. Wir müssen uns an die Verkehrsregeln halten. Ah, ey, meine Handschellen. Ach, die sind. Können wir die ein bisschen locker machen, die Handschellen? Free Eye Crimex! Free Eye Crimex! Leute, holt mich hier raus! Stoppt das Polizeiauto! Ich hoffe für Sie, dass Sie sich Ihrer Straftaten jetzt bewusst sind. Ja, ich bin mir der Sache bewusst. Verdammt, Leute, die müssen mich da rausholen. Rechte? Ja, ich kenne meine Rechte. Wie lange muss ich denn jetzt hier ins Staatsgefängnis? Müssen wir noch nachrechnen? Nachrechnen, okay. Leute, ich habe hier keine Chance abzuhauen. Ich kann hier gerade nichts machen. Ich kann hier gerade echt nichts dagegen machen, ey. Das darf nicht wahr sein. Leute, wer ruft mich da gerade an? Hoff mal, dass du keine illegalen Gegenstände mit dir führst. Hallo, wer ist da? Hallo. Hallo, wer ist da? Ich bin's, Gerd, hallo. Gerd, ja, was willst du? Du hast mich hier reingesteckt, Mann. Werd dich retten, Max. Ich war weißer Porsche. Ich hol dich da raus. Okay, ja, alles klar. Ciao. Ja, okay, nimm mir mein Handy ruhig ab. Alles gut. Nimm mir mein Handy ruhig ab. So, Gerd will mich jetzt also hier rausholen, ich glaub, Leute. Ich glaube, wir müssen einmal ein bisschen weiter nach hinten. Weiß ich ja mitkommen. Nicht. Weiß ja nicht, ob Haben der Sie das schafft. Schon Nein, ihr werdet nicht mich niemals kriegen. Komm rein, komm rein. Ja, okay. Komm hier nicht raus, Leute. Ich kann nichts machen. Free Eye Crimex. Aua. Geraffe, bitte immer länger. Ja, Widerstand ist zwecklos. Ja, ist ja okay, ich geb ja auf. Ja, ich geh raus. So, Sie kennen Ach du heilige Recht. Leute, wie soll ich denn hier jemals wieder rauskommen? Der sind ja hier wirklich, die ganze Polizei ist hier bei mir. So, Herr Kramix, ich werde Sie jetzt gleich mal durchsuchen und legale Gegenstände überprüfen. Ja, ich bin im weißen Porsche. Was soll ich denn machen?
Lauf hier hin und sag rechts und laber irgendwas und lauf hierher langsam. Oh, ey, oh, nicht, dass ihr Faxen macht. Ey, mein Anwalt, ich muss noch mit, ich darf noch mit meinem Anwalt sprechen. Oh, ne Pumpgun auch noch. So, Herr Max, kennen Sie überhaupt Ihre Rechte? Wieder. Ja, ich kenne meine Rechte. Okay, perfekt. Wollen Sie einen Anwalt haben? Ja, mein Anwalt. Ich muss meinen Anwalt sprechen. Der ist da vorne in dem weißen Porsche, ist mein Anwalt. Ich darf mit dem reden. Ich werde ihn dann mal holen, ja? Ja. Herr Max, ich nehme jetzt Ihre Waffen aus der Tasche, so. Alter, ey, nimm mir doch gleich mein ganzes Leben weg. Ja, das ist illegal, das dürfen Sie nicht besitzen, so. Ja, darf ich jetzt mit meinem Anwalt sprechen? Ja. Okay, Herr Max ist auch nach vorne zu dem Fahrzeug. Okay, Leute, das ist unsere einzige Chance, jetzt abzuhauen. Die lassen mich jetzt hier... Warum machen die denn sowas? Warum sind sie kriminell? Ich wollte halt einfach nur ein bisschen Spaß haben. Ich hab doch gar nichts Schlimmes gemacht. Weh, kommen Sie doch zum PD, da können Sie Spaß haben. Aber da sind Sie nicht beim PD draufgekommen, dass Sie vielleicht einen Anwalt haben wollen. Bevor ich zum PD komme, da muss sehr viel passieren. Bin ich der Anwalt von dem Herrn. So. Hans, mein Name und ja. Ja, wollen Sie Anwalt, das hier machen oder im PD? Hier gerne, ja. Ja. Darf ich jetzt kurz mit meinem Anwalt unter vier Augen sprechen? Gerne. Ja, natürlich. Das ist geheim. Das dürft ihr nicht hören. Okay, ja. Geht mal ein paar Schritte weg. Das ist mein Mandant, der hat noch nie Fax. Der macht sowas nicht. Ja, okay. Also, ja, wie gesagt, was ist jetzt dein Plan? Die Beweislage ist erdrückend und. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Das brennt da hinten. Da hinten ist ein Feuer! Feuer! Leute, was ist das denn? Wo ist das Feuer? Hinter uns, bei den Zellen oder so. Boah! Gott, wir gehen mal hoch. Was? Es brennt ja wirklich! Was okay, ist das? Okay, fahr. Oh, schnell abschließen! Komm los, gib Gas! Sind die hinter uns? Ich glaube noch nicht. Ja, gib mal jetzt hier Vollgas mit deinem Porsche. Wir haben es geschafft. Wir haben dich gerettet. Ey, warum willst du mir denn jetzt aber auf einmal helfen? Gerade eben wolltest du mich noch einbuchten. Ey, Max, wir sind Freunde. Minecraft, GTA, egal wo. Ja, das ist gut. Aber Candy, ich sag dir ehrlich, ich habe gerade eine Challenge am Laufen. Ich versuche heute alle Regeln zu brechen. Es gibt zwei Regeln, die ich noch nicht gebrochen habe. Welche noch nicht? Und zwar erstens muss ich noch ein Polizeiauto klauen. Ja. Und zweitens muss ich noch einen Banküberfall machen. Ja, machst du beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Das schaffst du nicht. Warum soll ich das nicht schaffen? Eine Bank überfallen. Natürlich kann ich eine Bank überfallen. Ja, aber du kannst mein Auto nehmen. Ich muss jetzt los, ja? Alter, ja gut, okay. Meine Karre. Dann versuche ich selbst noch ein Polizeiauto zu klauen. Oh. Perfekt. Oh. Oh mein Gott. Die hat mich hier gerade fast umgefahren. So, schnell. So eine Gesichter. Sofort stehen bleiben. Der Stand ist zwecklos. Ja, ich bleib stehen. Ich bleib ja stehen. Oh, Leute, jetzt versuchen wir nämlich noch, das Polizeiauto zu klauen. Sind Sie geistig vom Begriff? So, Jano. Ja, ist ja gut. Sind Sie geistig vom Begriff? Wer ist geistig vom Begriff? Sarah flucht also auch noch. Was soll das denn? Ich mach die Hände hoch. So, lass sie stehen. Ja! Oh mein Gott, Leute! Einfach ein Polizeiauto geklaut. Ich habe euch hops genommen, Polizei. Leute, nächste Regel gebrochen. Und zwar einfach ein Polizeiauto geklaut, Leute. Was macht ihr jetzt, Polizei? Oh mein Gott. Ey, wie krass haben wir die gerade hops genommen? Oh, die verfolgen mich, das ist gar nicht gut, Leute. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, da läuft jemand. Der Arme. Ich glaube, die sind hinter mir. Sind die noch hinter mir? Nein, okay, das war alles gut. Oh, doch, die kommen hinter mir. Okay, wir müssen jetzt irgendwie abhauen. Wo kann ich denn hier die Sirene ausmachen? Ich weiß gar nicht, wo die Sirene ausgeht. Ah, okay. Ja gut, hab's geschafft. So sind wir mehr undercover unterwegs. Wisst ihr was, Leute? Ich fahre jetzt noch bis zum Würfelpark damit und dann wird die ganze Stadt sehen, dass ich die Polizei hops genommen habe und einfach das Auto von denen geklaut habe. Oh nein, Leute. Das Auto gibt hier langsam den Geist auf. Nein, es ist kaputt. Oh, Leute, das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich muss zu Fuß abhauen.
Wir müssen jetzt zu Fuß abhauen. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Ich werde mich jetzt mal irgendwo verstecken. Wir haben auf jeden Fall, ich glaube, bis auf den Banküberfall fast alle Regeln gebrochen. Kommt auf jeden Fall auf den Server Paulberger RP. Link in der Videobeschreibung. Spielt mit, Leute. Ihr seht, hier ist immer richtig was los. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crymix.